Moin moin, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Runde War Thunder. Und ja, wie ihr seht, die Mannschaft hier wird noch im Einsatz sein. Ich habe gerade eigentlich schon mal War Thunder gestartet mit den Russen und da ist mir das Spiel abgekackt. Abgestürzt, Entschuldigung. Ja, und deshalb geht es jetzt mit den USA weiter und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Die Kenner werden die Map sofort erkennen. Das ist Green Ridge. Ja. Und nachdem ich in den letzten Tagen bis auf die eine Folge War Thunder ja nicht wirklich viel davon gespielt bzw. hochgeladen habe, dachte ich mir heute mal wieder, spiele ich eine kleine Runde. War ja viel World of Tanks, und 7 Days to Die als Let's Play und Let's Play Together mit Robert auch. Ja, aber jetzt musste ich mal wieder ein klein bisschen hier in die Luft gehen und ein bisschen Action haben. Ich drehe nochmal weiter. Mal kurz gucken. Oh, da sind schon die Ersten. Ich glaube, ich fliege mal zu der F6F hin. Mal einmal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie... Wir haben schon mal getroffen. Also wie gesagt, nachdem ich da die anderen Let's Plays oder Let's Play Togethers in den letzten Tagen schon öfter reingestellt habe. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen War Thunder. Mal gucken, wie lange, weiß ich noch nicht genau. Höhe gewinnen. Gewinne ich an Höhe? Ja, und an Geschwindigkeit. So soll es sein. Fein. Ja, ihr seht hier die Hummel der Lüfte, die F4 Corsair. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal angesprochen. Irgendwann gab es mal so in den 90ern, in der Mitte, eine Serie, Pazifik Geschwader 214, und da sind diese Dinger geflogen. Und deshalb wollte ich mir immer schon mal so eine Corsair zulegen. Naja. Aber ich glaube, ich erwähnte auch schon, dass ich bisher noch nicht so begeistert davon bin. Das war leider so ein Erlebnis wie mit der P47. Die war jetzt... ich weiß nicht. Bin da nicht so der Fan von. Ich mag eher die leichteren, schnelleren Maschinen. Und erstmal wieder wegfliegen. Boah, eine Wellington. War die gerade eben schon da? Krass, hab ich auch nicht gesehen. Irgendwo verfolgt mich da einer. Oh ja, shit, eine A6. Die krieg ich natürlich nicht abgehängt. Da muss ich jetzt leider, es tut mir sehr leid, ein bisschen hin und her wackeln. Ich hoffe, ich habe damit Erfolg und meine Jungs hier können mir ein klein bisschen helfen. Das wäre schön. Ja gut, mein Höhenruder ist weg, mein... Oh. Ich kann nicht mehr lenken. Schade auch. Hey, abspringen. Oh. Unglaublich, echt.
Dabei ist die F4 eigentlich schon recht gut gepanzert. So, Freundchen. Nee, du stirbst da unten jetzt. Rache folgt auf dem Fuße. Rache ist Blutwurst. Da ist der nächste. So. Und jetzt erstmal ein bisschen weg. Überblick verschaffen. Ich krieg, da habe ich Abschlüsse bekommen, aber zwei Stück gemeint schon mal. Das ist ganz gut. Jawoll. Schon wieder hinter mir. D520 habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Oh shit, mein Motor. So Leute, könnt ihr den mal bitte platt machen? Das wäre super. Ich habe den auch schon ein bisschen getroffen. So, ich glaube, ich habe auch nur einen Anflug. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen Abschusshilfe. Sehr schön. So. Und dann wollen wir das Segelflugzeug mal landen, auf das wir hier einen neuen Propeller angebaut kriegen. Oh shit, da kommt schon einer angeflogen. Muss noch ein Stück hier rüber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Von hier werden gleich Bomben kommen. Das war aber auch, ist aber auch eine üble Landung. Das hatte ich jetzt meinen besten Zeiten. So, und ich hoffe mal, der Kollege da oben, dass die Bomben ein bisschen brauchen. 17 Sekunden noch. Komm schon, das schaffen wir. Oh, der ist abgestürzt. Yeah. Jetzt nur noch ein bisschen weg von der Landebahn, von der Startbahn. Falls da jetzt Bomben einschlagen, dass ich auf jeden Fall schnell wegkomme. So, das ist gut. Okay, ich werde mir die Catalina mal versuchen zu schnappen. Jawoll. So, das ging auch schon mal ganz gut. Dann laden wir schnell noch einmal nach, denn Gegner sind gerade nicht
mehr in der Nähe. Na ja, gut, bis ich da oben bin, habe ich ist die Map eh vorbei. Na ja, gut, wir verlieren zwar, aber ich habe die 1000 Punkte gekriegt. Entschuldigung. Das ist ja schon mal auch nicht schlecht. Nein! Boah, verdammt war das knapp. Ja, Mann. Boah. Fünf Abschlüsse ist ja schon gar nicht so schlecht. Schade, dass wir die Runde nicht gewinnen. Die wäre echt geil geworden. Ah, schade auch. Das wäre eine coole Runde geworden als Gewinner. Ja. Naja, meckern kann ich trotzdem nicht. Knapp 1600 Erfahrungspunkte hier. Das ist schon ganz nett. Beziehungsweise hier 1200 Punkte ist natürlich auch über 1000 und das ist ja das, was mein Ziel ist eigentlich. So, hier, Bazooka. Soll ich mir die kaufen? Natürlich soll ich mir die kaufen. So, und was kann ich noch holen? Was bräuchte ich denn noch ganz gerne mal? Ich glaube, ich erforsche den Einspritzer. So. So, Raketen nehme ich auch noch mit. Sehr schön. Ich denke, die ist eh wendig genug. Ansonsten baue ich die wieder ab. Mal gucken. Ah, sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Also, da... Ja, das gefällt mir sehr gut. Okay, weiter geht's. Ich, ja, spiel weiter mit den Russen. Bis gleich. So, weiter geht's mit den Russen. Karte ist Rice Terraces. Sehr schön. Ich steige und mache langsam Geschwindigkeit, das ist auch gut. Geht es nämlich erstmal ein bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich spiele jetzt gerade, es ist jetzt ja, 20 vor 2. Aber heute geht das mal ein bisschen, weil ich morgen erst um 12 Uhr anfangen muss zu arbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Freue ich mich. Ist fast so ein bisschen wie Urlaub, wenn man halt länger aufbleiben kann und so.
Ach. Muni leer. Shit. Ja, Mann. Wo soll das laufen? Oh, hat mich auch ein bisschen getroffen. Okay, das geht dann aber noch. Gucken wir mal, dass wir dem hinterherkommen. Berg! Bäume! Wo ist er? Ja, noch mal einen mit hier. So, schnell mal 3 Punkte gesichert. Sehr gut. So, Peter. Oh, P63. Nein! Ah, fuck. Ah, das war doof. Na egal. Ist ziemlich egal, glaube ich. Aber die beiden jetzt erstmal, weil die noch nicht komplett upgegradet sind. Ja, da bin ich kurz auf die falsche Taste gekommen. Ich habe nämlich Q gedrückt. Das ist ja hier. Er hier. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das war der ausschlaggebende Punkt. Ansonsten hätte ich die Kurve wahrscheinlich noch bekommen. Ah, das war doof. Na gut. Manchmal wird man einfach zu übermütig. Nein, was ist denn da los? Oh. Mist. Hatte ich die Kamera gerade verändert? Ich wollte irgendwo ganz anders hin. So, Moment. Einmal testen. Nee, das läuft. Komisch. Mann, keine Ahnung. Das ist schon das zweite Mal in der Runde jetzt hier. Beide Abstürze, dadurch, dass ich zu blöd bin, das Flugzeug zu fliegen. Ah, das nervt mich jetzt aber tierisch. Okay, bis ich da bin, kurze Pause, bis gleich. Fast vergessen, wieder auf Aufnehmen zu drücken. Meh. Kacke. Hab ich extra noch weggedreht.
Hat aber leider nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Na gut. Ach, Mann. Also die Runde ist echt kein Musterbeispiel für heldenhaftes Fliegen. Und ich war ja auf dem Weg zum Bomber hoch, der wurde dann abgeschossen. Und dann sah ich die P39, glaube ich, war es, da unten langfliegen. Bin richtig schön auf den runter geprescht. Tja, und dann war es das auch schon, ne? Kacke. So, wollen wir nochmal gucken. Ich habe hier Raketen an Bord. Und es gab sogar schon von den, keine Ahnung, 60 Folgen jetzt, die ich aufgenommen habe. Oder 30, ich weiß gar nicht. Also mindestens in einer Folge habe ich schon mit Raketen getroffen. Das heißt, ich bin brandgefährlich, was das angeht. Ja. Aber tatsächlich kann man so größere Flugzeuge dann doch schon ganz gut treffen. Muss nur mal gucken, was denn da so geht. Die scheint wegzufliegen. Bis ich da irgendwie dran bin. Kurzer Aufnahmestopp, bis gleich. So, ich glaube, jetzt könnte das gleich was werden. Mal gucken. Ein paar Punkte gab es ja schon mal. Aber die A20 ist im Dive natürlich sehr, sehr schnell. Oh, aber es gibt mir noch eine zweite Chance. Das ist natürlich nett. Boah! So. Zweite Chance genutzt, möchte ich sagen. Mal eben nachladen. Und wieder ein bisschen an Höhe gewinnen. Jetzt noch mal ein klein bisschen die Statistik hier aufbessern. Von, weiß ich nicht, hatte ich 3-0? Also dreimal abgestürzt, 0 Kills? Ich weiß es nicht genau. Müsste ich nachher mal gucken. Auf jeden Fall sieht das jetzt schon wieder ein ganz klein bisschen besser aus. Und von der Erfahrungszahl her, Erfahrungspunktzahl her ja auch schon. 1000 sollen es gerne werden. Mal gucken. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, Mann. So soll das gehen.
So, ich glaube, wenn ich gerade hier bin, lande ich einmal kurz und lade meine Raketen wieder nach. Denn 6 Minuten 11 wäre doch ein bisschen zu lange. Ich denke, so lange geht die Map nicht mehr. Da alles okay ist soweit und hier keine Bomber sind, mache ich eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. So, da hinten seht ihr die P400. Die hat mich hier auf dem Kicker. Das ist ziemlich dumm. Die hat mir auch gerade... Ich weiß nicht, ob ich hier nicht reinfahren kann oder ob das die P400 war. Auf jeden Fall ist der Flügel ab. Der muss erstmal repariert werden. Ja, wir werden sehen, was passiert. Die Kleine meldet sich. Ich muss erstmal weg. So, die Map ist noch nicht vorbei. Ich lebe sogar noch. Obwohl ich hier ganz kurz AFK war am Flugfeld. Trotz der ganzen Bomber und Jäger. Mal gucken, wie lange noch. Es sind auf jeden Fall noch ein paar, wie ihr seht. Ah, schade. Naja, gut. Was soll's, immerhin nochmal. Beste Squad sogar, habe ich gerade noch gesehen. So, ja, gut. Ja, wieder über 1000 Punkte. Ist doch nice. Und 3:3 immerhin noch. Das ist doch vollkommen okay. Das ist dann nochmal ein ganz guter Abschluss für die Runde und sogar noch ein neues Flugzeug bekommen. Sehr cool. So, das wird natürlich auch gleich gekauft und... Nee, ich baue das noch nicht mit ein. Die möchte ich nämlich gern beide behalten. Sobald die Jagd 1 fertig ist, werde ich das austauschen. So, Finish. Und was gibt's denn als nächstes? Was nehme ich denn mal als nächstes? Geschenk? Das war auch der, den ich gerade erforscht habe, oder nicht? Egal. So, den lassen wir erstmal. Und wo gehe ich weiterhin? IL-2 ist natürlich ganz geil. Ja, ich glaube, ich erforsche mal hier bis zur IL-2. So, ich drücke jetzt einfach den hier an und dann geht's weiter. Ja, Leute, ich mache hier dann einfach mal einen Break. Sag vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bis zur nächsten Folge War Thunder oder irgendwas anderes. Macht's gut und danke. Ciao, ciao.